Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Do It Yourself Video. Ich hatte dieses traumhafte Wolken Do It Yourself schon ein paar Mal auf Pinterest gesehen und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Das Tolle, es ist perfekt für jedes Alter. Ich habe es als Deko für mein Zimmer gebastelt, aber es ist auch perfekt für Kinder, da es super als Nachtlicht funktioniert. Als erstes braucht ihr ein weißes Lampignon, das ihr zusammenbaut. Um der Wolke einen authentischen Look zu geben, benutzen wir Füllwatte. Um die Watte zu befestigen, benutze ich Heißkleber. Gebt etwas davon auf das Lampignon und befestigt dann die Watte drauf. Ich habe hier mit einem großen Stück angefangen, aber ich habe dann bemerkt, dass es am besten ist, kleinere Stücke zu benutzen. Wiederholt das Ganze, bis dann der ganze Lampignon voll mit Watte ist. Wenn dann alles voll mit Watte ist, könnt ihr anfangen, der Wolke mehr Form zu geben. Ihr wollt ja nicht, dass die rund bleibt. Gebt an den Seiten ein bisschen mehr Watte dazu. Das Schöne an dem Ganzen ist, es muss nicht perfekt sein, denn genau das gibt der Wolke seinen authentischen Look. Die meisten Do-It-Yourselfs benutzen eine Lichtkette, die man dann an der Wand einstecken muss. Oder halt eine kleine Taschenlampe. Ich wollte beides nicht, denn erstens, ein Kabel, der aus der Wolke kommt, ruiniert die Illusion. Und eine Taschenlampe muss man ja auch immer direkt an- und ausmachen. Wenn die Wolke dann an der Decke hängt, funktioniert das auch nicht. Deshalb entschied ich mich für diese batteriebetriebene Lichterkette, die auch eine Fernbedienung hat. So kann ich vom Bett aus relaxen und die Lampe an- und ausmachen. Verteilt die Lichterkette in der Wolke. Ich habe es vergessen zu filmen, aber ihr könnt auch ein Stück Karton reintun, damit das Batteriegehäuse auch nicht durch die Öffnung fällt. Benutzt einen durchsichtigen Nylonfaden, um das Ganze dann aufzuhängen. Und ihr seid fertig! Ich bin total in meine Wolke verliebt. Wenn ich manchmal nicht einschlafen kann, habe ich die immer an. Wenn ihr mehr so tolle Ideen auf Pinterest oder Tumblr findet, schreibt mir die in die Kommentare, denn ich liebe Do It Yourselfs und ich will mehr ausprobieren. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich super über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal,